Ja, Freunde, und damit willkommen zu der neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute. Ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt gerade sind. Lass mal sehen. Ah, wo ist er denn, der Olli? Oh, hier ist ein Cargo. Wollen wir da mal hin, oder was? Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler online sind. Ich glaube, 20 Spieler sind online. Und 357. Oh, Mann, ey, was ist denn das schon wieder hier für eine Kacke, Alter? Heimleiter, Fragezeichen, Mr. McCopnik, oder wie heißt? Also fängt das jetzt gleich wieder gut an hier. Ist euer Ernst, ey? Das ist doch nicht normal, Mann. Charge Batterie. Achso, wegen dem Ding hier. Ah ja, hier. Dann hatte ich noch einen Bug, ne? Ich habe ja hier zwei rote Kästen gehabt, Alter. Ich habe die so hingezogen. Und dann sind die hier nicht aufgetaucht. Die sind einfach verschwunden, Alter. Zwei rote Werkzeugkoffer hier, einfach verschwunden. Jetzt habe ich keinen mehr. Ich wollte mir nicht ein Schloss machen. Halt dämlich. Da ist wieder das durcheinander. Das ist halt Loot von letztem Mal, ne? Wieso gammelt meine eigentlich so doll hier? Ich hab doch gar nichts gemacht. Oder haben mich die Zombies so verkloppt? Sehr mysteriös. Ja, Freunde, wie gesagt, es liegt an euch selber, an uns alle. Ob wir jetzt hier auf 40 Slots hochmachen können oder nicht. Ne? Also ihr braucht da nicht immer schreiben, irgendwie rumzumaulen, dass ja, das scheiße ist, wenn wir hier, wenn der Server mal voll ist, ne? Wenn ich da keinen Support für krieg, also dann kann ich die Dinge auch nicht hier erhöhen, diese Slots, weil ich sehe das nicht ein, dass ich das jedes Mal hier immer von meiner Seite aus machen muss. Wisst ihr, wie ich meine? Ist ja nicht böse gemeint, aber alle fordern von mir immer, dass ich immer hier jederzeit hier Krösus bin oder so, aber selber machen sie es nicht, ne? Aber fordern von mir immer, dass ich immer machen soll. Ab Goldstatus aufwärts kriegt ihr einen Slot frei dazu, weil ich will, dass die Leute, die das Spiel hier supporten und meinen Server und mich, meinen YouTube-Kanal, die sollen auch spielen dürfen. Punkt aus, mehr ist es nicht. Alle, die das nicht wollen, die müssen halt manchmal warten dann, ne, bis der Server dann halt wieder Slot frei hat. Das ist ein dusseliger Stein hier. Weil das ist ja immer das gleiche Thema, Mann. Immer das gleiche scheiß Thema. Und die Leute von früher wissen ganz genau, dass ich immer, dass das immer so funktioniert hat, ne? Weil wir viele Leute hier waren auf dem Server, dann haben wir bis 50 Slots hochgemacht, hatten wir zum Schluss tatsächlich. Dann sind da die meisten Leute gegangen, die ganzen PvEler und sowas, die haben sich ja verpieselt, irgendwie mir einen Finger gezeigt, so nach dem Motto, weißt du? Also nicht alle, aber viele davon. Bin ich bis heute, wie gesagt, enttäuscht, drum, voll ätzend, soll so eine Scheiße. Selbstschuld. War früher schon so, da sind auch einige immer bockig gegangen, aber die sind dann zurückgekommen, weil sie gemerkt haben, ja, dass mein System hier mit Fairplay und so doch ziemlich geil ist, ne? Man muss dazu aber auch sagen, Leute, wir haben hier irgendwie Affen im Moment noch auf dem Server, die sich an die Regeln nicht halten. Das hat aber mit dem Server nichts zu tun. Und wir sind da schon auf Lauer. Wir gucken. Wo bin ich denn, Mann? Das ist korrekt hier, oder? Wir suchen die natürlich, die Leute. Wir gucken die Logs durch und sowas, ne? Und versuchen die Leute, die das machen, ranzukriegen halt, ne? Ansonsten einfach über Discord ein Ticket schreiben in In-Game-Support. Anstatt ihr mich da im Hintergrund irgendwie so anzumaulen oder wie auch immer, ne? Das bringt euch nichts. Meldet euch da vernünftig. Und schreibt dann halt, was ist passiert, wann ist es passiert, um wie viel Uhr ist es passiert, damit wir das alles schnell nachvollziehen können, ne? Mehr ist es ja gar nicht. So ein Ticketsystem haben wir da gemacht. Müsst ihr mal gucken. Oh Gott. Ich dachte eben, da sind Panzer auf der Straße, Alter. Ist ja unglaublich. Drecksbäume. Ich will ja auch nicht explodieren. So, bin ich weit genug weg?
Ich brauche die Werkzeugkoffer, ne? Hier wirklich keiner? Ich trau dem Frieden ja manchmal nicht so, ne? Mitten auf der Straße ein Cargo. Ist ja echt ulkig. Die Teile brauche ich. Aber schnell Schluss machen, Mann. Ich Platz hab. Hoppala. Mann. Ich habe auch schon überlegt, so einen Server zu machen, der nur für Mitglieder ist. Ohne Scheiß, ey. Weil du dann einfach die... Ich gehe davon aus, dass du dann nicht mehr so die Leute hast, die ich jetzt hier drauf habe, die so Terror machen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist auch Müll. Kannst du dir den nächsten gönnen, Alter? Ich habe es geknackt für euch. Schrott, Schrott, Schrotze da. Schrott, Schrott, Schrotze. Wo stehe ich denn jetzt schon wieder? Weil seitdem der Server auf ist, ne, und ist ja erst eine Woche, gibt's den ja erst hier, den Server. Bald zwei Wochen. Und ich find's blöde oder schade halt, dass es da so, ja, die, weiß ich nicht, es gibt immer wieder so Leute, die einfach, weiß ich, entweder lesen die Regeln nicht, die wissen, die übersehen das oder sowas, ne. Aber Unwissenheit schützt vor Strafe auch nicht, Leute. Und dann, wie wir bei meiner Festung gesehen haben und so, also ehrlich, komplett Auto weggeklaut mit allen Sachen. Mein Typi wurde komplett da so halbwegs gelootet, ne? So, wo will ich überhaupt hin? Hier rechts ist ein Bunker. Waren wir da überhaupt schon mal? C4-Bunker? Da waren wir gerade, glaube ich, ne? Ach, du machst schon, Mann. Ich fahr mal weiter nach Norden irgendwo. In diese Richtung. Ja, und das finde ich halt natürlich blöde, dass wenn ich ein neues Regelsystem, ein neues Konzept schaffe, dass es da dann wirklich so einige gibt, die sich da überhaupt nicht dran halten, von Anfang an nicht. Und hätte ich gar nicht mit gedacht, ich bin da auch selber ein bisschen überrascht, sage ich mal. Oder schockiert überrascht, dass wir gleich wieder so Leute drauf haben, die nur Terror machen, ne? Und das ist traurig. Aber ihr anderen, ne, die da drunter leiden, genauso wie ich ja auch, nicht Kopf hängen lassen. Das war schon immer so, früher oder später kriegen wir die, weil die hören ja auch nicht auf oder sowas, die machen das, die werden das immer weitermachen, das machen sie ja mit Absicht. Die Leute hier versuchen zu vergraulen, ne? Also lasst euch da nicht vergraulen oder sowas, denn genau das versuchen diese Leute ja wahrscheinlich. Und dann haben diese gewonnen, ne? Und das geht natürlich nicht. Also regt euch da nicht auf, sondern meldet das immer gleich und dann ist gut. Mich auch nicht privat irgendwie anschreiben oder sowas. Ich bin kein Support-Admin oder so. Ne? Dann müsst ihr das Ticketsystem machen und dann ist gut. Wieso rotzt der eigentlich immer so blöd, Alter? Das ist doch, der hat doch keinen Heckantrieb oder was? Haben die Autos hier alle Heckantrieb oder was ist das für eine Scheiße? Hier ist ja auch kein Schnee und kein Regen, gar nichts.
Ja. Läuft bei uns. Schleifen wir uns mal hinten rein hier. Ich parke mal hier oben, wa? Helm noch eben reparieren. Wieso hier einen schwarzen Helm? Hätte ich nicht einen grünen oder was? Verwirrt. Da. Ja. So, passt das soweit? Ja, ne? Schwert ist repariert. Lass mal reingucken hier in den großen Flugbahnhof ist es diesmal tatsächlich. Also ihr seht, Leute, mich regt auch immer einiges auf. Ist halt so. Und ich habe das natürlich schon registriert von Anfang an, dass Leute hier drauf sind, die sich nicht an Regeln halten. Das wird sich auch wahrscheinlich von meinen Erfahrungen her nicht ändern. Da kommen immer mal wieder welche Leute. Also regt euch nur nicht auf darüber. Und versucht auch, die Augen aufzuhalten und diese Leute dann selbst zu erwischen, damit wir schnell Namen haben. Je schneller wir Namen haben und wissen, wer das ist, desto schneller können wir handeln, ne? Ich hab eben Piepern gehört, aber hier ist er irgendwie anscheinend. Ist er wohl in einer anderen Halle gewesen oder so? War hier schon jemand? Ich finde aber kein Loot, das ist ja merkwürdig. Das scheint wohl wirklich jemand gewesen zu sein, wa? Es ist noch sehr früh, 5 Uhr morgens oder sowas hier auf dem Server. Pibo ist auch da. 25 Leute online. Also es ist wieder eine Hausnummer. Ich persönlich möchte ganz gerne, dass wir auf 40 irgendwie raufgehen. Das wäre so, ja, ich glaube eine gesunde Zahl. Aber es geht eben auch nicht, dass, ja, guck mal, ich zum Beispiel Mitglieder kriege jetzt und sobald ich dann erhöhe 40, dann hören die auf zu supporten oder sowas, ne? Das ist auch, das geht auch nicht, Alter. Wisst ihr, wie ich meine? Oha. Na dann mal los. Na? Ja, wo sind deine Leute? Wo sind sie? Willst du dich hier mit Ninja-Meister anlegen, oder was? Bei dem Schwert hier ist das so, da muss ich nochmal genauer erkennen, wann der Doppelschlag kommt, ne? Den haut er immer ein bisschen anders, meine ich. Also bei dem anderen Schwert sehe ich das ein bisschen besser als bei denen hier, komischerweise. Na, deswegen bin ich ihm zurückgegangen, obwohl er ja zum Doppelschwert angesetzt hat. Die Knarre kommt auch öfter mal, ne? Katana ist schon geil. Oder Schwert an sich halt. Ihr habt ja gesehen, guck mal hier. Ey, da. Wie ein heißes Messer durch Butter mal eben kurz. Das ist echt geil. Macht echt Fun. Aber Punkte habe ich nicht gekriegt. Ja, weil ich eben da drin geskillt bin, ne? Und das nächste wäre die Leute, die immer überlegen, ich mache selber einen Server jetzt zum Beispiel. Ja, kann man machen. Jeder kann ja machen, was er will, ne? Aber es bringt nichts, wenn wir 1000 Scum-Server haben. Und auf 1000 Scum-Servern sind wenig Leute. Dann müsst ihr selber mal überlegen. Am besten wenig Server und die sind voll. Voll von Leuten. Ne? Dann macht doch viel mehr Spaß, wenn da Leute drauf sind. Ist doch logisch. Ja, Freunde, so ist das. Es ist ein Spiel, da kann man sich drüber aufregen, Leute. Es ist mir bewusst. Man kann von heute auf morgen alles verlieren.
Und die Leute finde ich auch scheiße, die sagen, ja, ich wurde beklaut und sowas. Oder die sagen einfach, hier macht ja jeder, was er will. Das ist auch Quatsch. Und jetzt mache ich das genauso, ne? Da müsst ihr euch nicht wundern, wenn es vielleicht genau euch dann erwischt, ne? Dass wir euch dann erwischen, wenn ihr Scheiße baut. Das ist doch kein Argument. Du kannst doch nicht sagen, nur wenn mich einer beklaut, mache ich das jetzt bei allen anderen genauso. Das ist, solche Leute gibt es aber immer wieder, ey. Finde ich genauso doof. Und dadurch schaffst du ja selber immer mehr Unruhe und der Server wird dann dadurch immer mehr schlechter. Das liegt ja an der Community selbst. Also da, so habe ich noch nie gedacht. Wenn mir einer was Schlechtes tut oder so, dann muss ich das ja den anderen, dann mache ich das zu jemand anders auch. Das ist doch genau das Gegenteil. Ich mache ja genau dann nicht sowas. Weil ich doch die Erfahrung gesammelt habe, dass das scheiße ist. Na? Was ist denn jetzt der Zucker hingelatscht, Alter? Ich hab's doch gerade dahingesetzt. Weißt du doch, hä? Juhu! Let's go! Aufstehen! 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 Komm mal hier! Aua! Oh, der haut ja schnell zu. Ich kann das aber auch. Schon habe ich die Bandage in Benutzung. 80%. Ja, dann gibt es noch Leute, die schreiben, denen ist das zu schwer. Ja, es ist schwer. Niemand hat gesagt, dass das hier auf meiner Insel leicht sein wird. Und es soll auch nicht pipi leicht sein. Also genießt das doch, dass wir hier keine Roboter haben. Und dafür halt schwere Zombies. Und Zombies kloppen macht wirklich Spaß. Ich glaube, ich zeige euch das auch in fast jedem Video. Wie man hier vernünftig mit den Viecher umgehen kann. Und dann passiert einem auch nichts. Am wichtigsten ist halt, dass du eine Nahkampfwaffe am Anfang hast, als Neuling. Das hilft dir schon mal weiter. Dieses Boxen ist scheiße. Und dann machst du dir eine Axt am Anfang, ne, zum Beispiel. Also ich will nicht ständig den Server immer hin und her umstellen oder irgendwie sowas. Das mache ich nicht, Leute. Deswegen lasst es mal. Immer dieses Gemaule manchmal. Das macht, könnt ihr doch in keinem Spiel könnt ihr da immer sagen, ja, macht das mal leichter oder sowas, wenn ihr irgendein Level nicht schafft oder sowas, ne. Dann müsst ihr leveln, dann müsst ihr euch besser vorbereiten. Vielleicht auch mal mit Kumpels losgehen oder sowas. Oder mal eingestehen, ja, ich habe scheiße gespielt. Fang ich halt neu an, ne. Da. Also viel Loot war das bis jetzt ja nun nicht. Und man kann es nicht allen recht machen. Ihr wisst doch, wie das ist. Und das ist ein Early Access Game, Alter. Das Spiel ist noch lange nicht fertig. Und hier kann viel Scheiße passieren. Ist halt so. Wie ich mit meinen Werkzeugkoffern beide auf einmal verschwunden. Zwei Werkzeugkoffer verloren, warum auch immer. Das ist ein Piepern, Alter. Ich treffe mich, ey. Das ist super Gitter. Ja, peinlich. Ja, so ist gut. Und denkt immer dran, die bösen Buben sind immer in der Minderheit. Es fällt nur bei denen halt auf. Ne? Das fällt bei den guten Leuten fällt das nie auf, dass sie da sind. Weil da, ne? Der Mensch merkt sich immer das Schlechte, das Negative halt. Ne? Die ganzen Leute, die hier meinen, Truhe da, den Safe von uns hier zu knacken, ne, oder wie auch immer. Also das ist schon massiver Regelverstoß, das kann ich überhaupt nicht ab, sowas. Die sollen sich dann nicht wundern, wenn sie alsbald einen Permban kriegen. Und dann haben sie es wieder verwirkt. Einer der besten Server haben sie sich versaut, Leute. Wenn die das so haben wollen, können sie meine Videos noch gucken, aber die können dann selber nicht mehr hier mitspielen. Das geht ja so nicht. Ich sag's jetzt nochmal als letzte Warnung für die Leute, die sowas machen. Übertreibt sich, lest die Regeln durch in Discord. Stehen sie, so viele Regeln sind das nicht. Und dann... Freunde, sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, schon morgen wieder. Bis dann.